Hallo ihr Lieben und einen wunderschönen guten Morgen. Wir müssen heute das 13. Türchen öffnen. Im 12. sah es schon so aus, als ob wir uns jetzt endlich mit den ganzen Fruchtkarten, mit den Obstkarten auseinandersetzen möchten. Müssen. Ich bin gespannt. So, und zwar, das ist unser 12. Türchen. Ich habe auch noch nicht reingeschaut. Und das sieht schon mal sehr, sehr spannend aus. Das Ding kommt mir noch unbekannt vor. Ich weiß, wir haben gefunden, Birne. Oh, das ist eine Weintraube, wa? Die Ananas haben wir schon. Den Apfel haben wir schon. Und, ach Gott, Kirsche, ist das eine Erdbeere? Ja, haben wir auch noch nicht. Und eine Banane. Ach, und hier ist kaputt, so wie es aussieht. Okay. Und heute ein Navigationsraum. Ist das ein Navigationsraum? Ach so, ja, weil Karten. Nein. Das klassifiziert also als Navigationsraum. Gut. Bestimmt ist es gar nicht so einfach, mit Seekarten zu navigieren. Ob ich es mal ausprobieren soll? Ein Versuch ist es wert. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Beliebt bei Affen sagt man, sie ist in den Tropen zu Hause. Schau mal, Zwillinge, Schneewittchen würde es sich fürchten. Okay, und dann haben wir noch den Steuermann. Okay. So, wir bräuchten einen Zettel. Und beliebt bei Affen. Also, was habe ich denn jetzt gemacht? Irgendwo drauf gedrückt. Also, wir haben Banane, Tropen zu Hause, Ananas, Fragezeichen. Schau mal, Zwillinge, das sind bestimmt Kirschen. Und Schneewittchen ist der Apfel. Gut. Erdbeere ist nicht relevant. Das ist keine Ahnung, was das sein soll. Birne ist nicht relevant. Weintraube oder was das ist. Stellt zu scharf. Das ist die Ananas. Das ist der Apfel. So, dann schauen wir mal durch. Hier war, glaube ich, eine. Das ist die Ananas. Ich weiß bloß nicht, wie das Rätsel zu lösen ist. Naja, also wir haben hier die Ananas. Hier war, glaube ich, der Apfel. Das haben wir auch schon geöffnet. Ist hier was drin? No. Hier ist die Banane. Hier ist nichts. Das haben wir geöffnet. Achso, die haben wir tatsächlich schon. Und hier ist die Kirsche. Aha. Aha. Okay. So. Wo ist mein Zettel? Ja. B-A-K-A. Baka. So, dann gucken wir hier nochmal. Ist da auch ein Zeichen drauf? Ist auf den anderen auch ein Zeichen? Ja. Da ist Plus. Ach, jetzt zeigt er nach links. Die Frage ist bloß, also der Kompass zeigte immer nach Norden, ne?
Eigentlich steht hier was dran. Ja. So, also der Kompass, die Kompassnadel zeigt immer mit Norden. Hatte ich diese Woche erst mit meinen Schülern. Also, nee, weiß ich auch so, aber passt natürlich wieder. Also, Banane. Die Banane ist im Norden. Die Ananas. Die Ananas. Die zeigt auch nach Norden. Die Kirschen. Da ist hier Norden, also zeigt die nach Osten. Osten. Beziehungsweise Norden. Norden. Hier zeigt der Pfeil hin. Na, wenn man es dreht. So. Wobei, das ist ja Westen. Nee. So zeigt der Pfeil. Das heißt, hier ist Norden. Und wenn ich es umdrehe, dann ist es, ja, es müsste hinhauen, auch wenn es irgendwie gerade für mich unlogisch klingt. Und das hier auch. Nein. Konzentration. So. Geht auch nicht. Ich kann nicht von hier nach dort gehen. Ach doch, nach Osten. 1, 2. Das wäre dann aber das hier. Ne? Oder? Ich gehe nach Norden, bis ich die Banane finde. War hier die Banane? Ist ja anders. Wo war die Banane? Hier ist die Banane. Verstehe ich nicht. So, ich schreibe mal noch daneben mit meiner unvergleichlichen Schrift. Die Kirsche ist die. Das ist Raum 3. Die Ananas ist Raum 2. Apfel ist Raum 10. Und das ist Raum 6. Die Banane ist Raum 6. Das ist hier eine 10, das sieht aus wie eine 13. Und wenn ich hier gucke. So, irgendwas mit der Verteilung zu tun. So. Verstehe ich nicht. So steht hier irgendwas, ne? Also das ist halt Norden, ne? Eigentlich die Kompassnadel zeigt immer nach Norden. Die Frage ist halt dann, warum das Bild verkehrt rum ist. Die Karte. Also da müsste halt auch die Birne verkehrt rum sein.
Ja, die können ja nicht nach Norden ausgerichtet sein, verstehe ich nicht. raff ich nicht. So, also schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr eine Lösung habt. Ich habe gerade maximal Lust, die Lösung zu befragen. Weil... Oh, versteh ich nicht. Oder? Nee, verstehe ich nicht. Ich mach das jetzt. Wir können das ruhig mal machen. So, wo haben wir ihn? Wir sind bei Rätseltag 13. Wobei wir das Rätsel von Tag 12 lösen. Muss man mal gucken. So. Ich sehe durch die Linse gar nichts. Ohne Linse sehe ich... Ja, wir lösen das Rätsel von Tag 12. Also müssen wir es umdrehen. So, ich weiß halt nicht, ob ihr irgendwas sehen könnt durch die Linse. Ich sehe, Inhalt sind zwei Rätselkarten. Hinweis 1, suche die vier richtigen Inseln. Naja, das haben wir gemacht. So, Hinweis 2, folge den Symbolen und Richtungen. Nee, ach ja. Zahlen und Kompassrosen verweisen auf Koordinaten. Zahlen und Kompassrosen verweisen auf Koordinaten. Zahlen und Kompassrosen verweisen auf Koordinaten. Na, nehmen wir mal die Kirsche. Das sieht so aus, als ob hier eine 1 steht. Wartet mal. Ist ja auch ein Zeichen. Steht eine rote 0. Aha. Warte mal. Kirsche. Da steht eine 1. Und was war das andere? Ananas. Da steht eine 0. Was war's noch? Der Apfel. Ah, beim Apfel steht eine 7. Apfel steht eine 7. Und bei der Banane steht eine 3 ist das, ja. Banane steht eine 3. Das mit der 0 muss ich nochmal überprüfen. Wo sind die Ananas? Wo ist eine rote 0? Okay. Koordinaten. Koordinaten sind ja das hier, ne? So, gut. Wir haben Norden und Osten. Also für Norden als Koordinate haben wir eine 30, das haut nämlich hin. Und das hier müsste dann eine 17 sein. Zeig ich mal her. Gibt es 30 und 17? Ne. Na gut, es ist 30. Ach so, 30 wäre dann diese Reihe. Und 17. Ich kann nicht sehen. Sitzen. Aha, das ist diese Reihe. Also. Die dritte von unten. Das wäre dann Schiffsschraube. Die haben wir schon mal geöffnet. Ich weiß bloß nicht, was dahinter war. Ich wusste mal, was hier dahinter war. Aber die Zahl sage ich euch nicht. Hier weiß ich nicht, welche Zahl das ist. Ich habe ein bisschen kompliziert gedacht, ne? Aber die Zahlen habe ich auch nicht gesehen.
30 und 17. Das ist ja wie Feld 1, ne? Was mich halt immer so ein bisschen irritiert, dass hier die Gradzahl keine Rolle spielt, sondern nur erst die zweite Zahl. Aber gut. Dann öffnen wir die Schiffsschraube nochmal. Und Tatsache. Oh, Wasser. Was ist denn hier alles drin? Gut, ja. So, ich bin ein bisschen irritiert. Weil ich es aber halt auch nicht selbst gelöst habe. Wenn ich mir allein mein Zettel angucke, dann bin ich auch mega irritiert, weil ich hätte das Rätsel ganz anders gelöst als mit Zahlen, die auf den Inseln draufstehen. Aber gut, ich bin ja hier nicht der Rätselmaker, der Riddler. Ich bin wirklich ein bisschen irritiert. Hättet ihr es rausgekriegt? Frage an euch. Ich weiß auch nicht, ob ich als ich die Kamera in diese Dinger gehalten habe, ob wir da überhaupt die kleinen roten Zahlen entdeckt haben. Keine Ahnung. Spannend ist auch, dass 3 der roten Zahlen in römischen Zahlen geschrieben wurden und die 0 ist halt eine 0. Wie sah die 0 in römischen Zahlen aus? Frage ich mich. Habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Spannend. Hinterlasst ruhig Kommentare. Ich bin echt gespannt, was ihr von dem Rätsel haltet, damit ich nicht immer so alleine bin. Und jo, ich gucke mir jetzt mal noch das fetzige Material bei der Schiffsschraube an. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.